Herzlich willkommen zum 12. Statistik-Wissenshub. Nachdem wir uns im letzten Screencast mit den Maßen der zentralen Tendenz, also den Mittelwerten, beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem Screencast ansehen, warum ein Mittelwert alleine oft nicht ausreicht, um eine Verteilung zu beschreiben. Sehen wir uns zum Einstieg einfach mal dieses Beispiel an. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich in einem Unternehmen bewerben, in dem zwei inhaltlich gleichermaßen interessante Stellen in unterschiedlichen Teams ausgeschrieben sind. Bewerben können Sie sich nur auf eine dieser Stellen. Somit ergibt sich unter anderem die Frage, in welchem der beiden Teams Sie denn wohl mit einem höheren Einkommen rechnen dürften. Tatsächlich kennen Sie das Durchschnittseinkommen in beiden Teams, das in Team A bei 2.561 und in Team B bei 2.761 Euro liegt. Kennt man nur diese beiden Größen, liegt erstmal der Schluss nahe, dass man in beiden Teams so ungefähr gleich viel verdient. Sieht man sich nun aber an, wie diese beiden Durchschnittswerte zustande gekommen sind, erkennt man sofort, dass der direkte Vergleich beider Mittelwerte nicht sinnvoll ist. Würde man nämlich in Team A anheuern, könnte man in der Tat davon ausgehen, so um die 2.500 Euro zu verdienen. In Team B liegt dagegen kein einziger Mitarbeiter mit seinem Einkommen auch nur in der Nähe des Durchschnittswerts. Hier verdient man entweder deutlich mehr oder deutlich weniger. Das Beispiel zeigt, dass es bei der Betrachtung von Verteilung eben nicht nur darauf ankommt, das Zentrum der Verteilung zu kennen. Vielmehr muss man auch eine Vorstellung davon haben, wie sich die Werte um dieses Zentrum herum verteilen. Liegen sie eher dicht um das Zentrum herum gruppiert, wie in Team A, oder streuen sie breiter um dieses Zentrum, wie in Team B? Auskunft hierüber geben die sogenannten Streuungsmaße oder auch Dispersionsparameter, von denen wir uns heute vier kurz ansehen werden: Spannweite, Interquartilsabstand, Varianz und Standardabweichung. Ähnlich wie bei den Mittelwerten hängt auch die Wahl geeigneter Dispersionsparameter vom Skalenniveau der betrachteten Verteilung ab, wobei in diesem Fall nur zwei Skalenniveaus, nämlich Ordinalskala und Kardinalskala, von Bedeutung sind. Da nominal skalierte Daten kein Zentrum haben, stellt sich die Frage nach der Streuung nicht. Man kann sich das leicht vor Augen führen, indem man mit dem Geschlecht ein typisches nominal skaliertes Merkmal betrachtet. Befragt man 40 Personen, von denen 30 männlich sind, ist männlich zwar der Modus, aber wie sollte in diesem Fall eine Streuung der Werte um dieses Zentrum aussehen? Wie bei den statistischen Lagemaßen gilt übrigens auch für die Dispersionsparameter, dass sie abwärts, aber nicht aufwärtskompatibel sind. Man kann also ein Streuungsmaß, das ein niedrigeres Mindestskalenniveau voraussetzt, jederzeit auf Daten eines höheren Skalenniveaus anwenden, aber nicht umgekehrt. Da wir uns ja nun fragen wollen, wie weit die Werte einer Verteilung auseinanderliegen, können wir als Maß für die Streuung den Abstand vom größten zum kleinsten Wert bestimmen. Dieses Streuungsmaß wird als Spannweite bezeichnet und es ist kein besonders gutes. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Es gehen lediglich zwei Werte der gesamten Verteilung in die Berechnung ein und gibt es am oberen und am unteren Ende der Verteilung mindestens einen Ausreißer, wird die Spannweite sogar nur von diesen bestimmt. Die beiden Beispiele auf der Folie unterstreichen, warum die Spannweite in der Tat ein eher suboptimales Maß für die Streuung ist. Schauen wir uns also noch ein paar bessere an. Im letzten Screencast zu den Lagemaßen hatten wir ja unter anderem die drei Quartilswerte kennengelernt. Der Abstand zwischen dem oberen Quartil, dem 75%-Perzentil, und dem unteren Quartil, dem 25%-Perzentil, wird als Interquartilsabstand bezeichnet und mit IQR für Interquartile Range abgekürzt. Beim Interquartilsabstand handelt es sich im Grunde also auch um eine Spannweite, aber eben um die Spannweite nur der mittleren 50% der Werte einer Verteilung. Damit der Interquartilsabstand bestimmt werden kann, muss logischerweise die Berechnung der Quartile möglich sein, was wiederum mindestens ordinalskalierte Werte voraussetzt. Der IQR kann aber natürlich auch für metriskalierte Daten kalkuliert werden. Im Gegensatz zur Spannweite sowie auch zur Varianz und zur Standardabweichung, die wir uns gleich noch ansehen werden, wird der IQR durch Ausreißer nicht beeinflusst und ist somit der einzige in unserer Zoom-Vorlesung besprochene robuste Dispersionsparameter. Der IQR spielt eine zentrale Rolle bei der Konstruktion der sogenannten Boxplots, einer faszinierenden Form der grafischen Darstellung von Daten, die wir uns in einem zukünftigen Screencast noch im Detail ansehen werden.
Der wichtigste und meistgenutzte Dispersionsparameter ist die Varianz. Hinter der Formel für die Varianz steckt ein eigentlich naheliegender Gedanke, wenn es um das Thema Streuung geht. Was wir nämlich eigentlich wissen wollen, ist doch, wie nah bzw. wie weit entfernt die Werte einer Verteilung im Durchschnitt vom Zentrum dieser Verteilung sind. Im Grunde suchen wir also so etwas wie die Durchschnittsabweichung des einzelnen Wertes einer Verteilung vom arithmetischen Mittel. Genau dieser Gedanke findet sich in der hier dargestellten Formel für die Varianz wieder. Zunächst berechnet man den Abstand jedes einzelnen Wertes im Datensatz zum arithmetischen Mittel. Anschließend wird die Summe aller Abstände durch die Anzahl der Werte der Verteilung dividiert und damit de facto der Durchschnittsabstand gebildet. Eine Auffälligkeit gibt es allerdings. Die Abstände werden nicht einfach nur aufsummiert, sondern vorher jeweils noch quadriert. Damit wird erreicht, dass sich die positiven und die negativen Abweichungen nicht gegenseitig neutralisieren. Aufgrund dieses Quadrierens ist allerdings auch das Ergebnis eine quadrierte Zahl. Das heißt, die Varianz einer Gehaltsverteilung steht nicht in der Einheit Euro, sondern in Euro hoch 2. Dadurch lässt sie sich schlecht interpretieren. Oder aber es besteht sogar die Gefahr einer inhaltlichen Fehlinterpretation, wenn die quadrierte Einheit sinnvoll zu sein scheint. Bei Euro zum Quadrat ist uns ja instinktiv irgendwie noch klar, dass wir die Zahl nicht einfach so interpretieren können. Bei Quadratmetern könnte einem dieser Fehler dagegen leicht unterlaufen. Aus diesem Grund wird bei der Berechnung der Varianz meist noch die sogenannte Standardabweichung als positive Wurzel aus der Varianz und damit als korrekt dimensionierter Dispersionsparameter angegeben. Auf den nächsten drei Folien sehen wir noch einmal alle Streuungsmaße zusammengefasst, die wir in der Zoom-Vorlesung behandelt haben. Hier zunächst die Varianz als mittlere quadrierte Abweichung der Werte vom arithmetischen Mittel. Da das arithmetische Mittel in die Berechnung der Varianz einfließt, gilt übrigens, dass sie ein metrisches Skalenniveau voraussetzt und dass sie nicht robust gegenüber Ausreißern ist. Die hier zu sehende Formel ist übrigens die vereinfachte Rechenvariante, die aber als Formel nicht so schön selbsterklärend wie die vorhin gezeigte Variante ist. Da das Ergebnis der Varianz in quadrierten Einheiten wie Euro zum Quadrat oder Stunden zum Quadrat steht, ist es kaum interpretierbar. Deshalb wird in der Regel zusätzlich noch die Standardabweichung als positive Wurzel angegeben. Im Screencast nicht betrachtet, haben wir den Variationskoeffizienten. Diesen benötigt man, wenn man Streuungen vergleichen will, die in unterschiedlichen Dimensionen erfasst wurden. Man denke etwa an Preisschwankungen in Euro und Pesos, die einen deutlich geringeren Wert haben. Wenn man in einem solchen Fall die Standardabweichungen miteinander vergleicht, kann es passieren, dass man die Streuung der in Pesos erfassten Preise irrtümlich für viel stärker hält, weil die absoluten Werte alle größer sind. Um dieses Problem zu umgehen, kann die Standardabweichung mittels Division durch das arithmetische Mittel dimensionslos gemacht werden. Und das dabei entstehende Streuungsmaß wird als Variationskoeffizient bezeichnet. Die Spannweite, die als Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert im Datensatz ein eher ungeeigneter und vor allem wenig robuster Dispersionsparameter ist, haben wir uns ja eben schon angesehen. Ebenfalls betrachtet haben wir den Interquartilsabstand oder IQR als Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Quartilswert. In der Zoom-Vorlesung haben wir darüber hinaus die sogenannte 5-Werte-Zusammenfassung kennengelernt, die aus den 3 Quartilswerten sowie aus dem größten und dem kleinsten Wert im Datensatz besteht und die in manchen statistischen Werken ebenfalls als Streuungsindikator zu finden ist. In R bekommt man über die Funktion Summary eine 6-Werte-Zusammenfassung, die zusätzlich noch das arithmetische Mittel umfasst. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses 12. Screencasts angekommen und ich bedanke mich wie immer für die freundliche Aufmerksamkeit. Bei Fragen bin ich für Studierende jederzeit über StudIP sowie für alle anderen per E-Mail erreichbar. Im nächsten Screencast werden wir in das spannende Themenfeld der Korrelationen einsteigen, also in die Frage, ob und wenn ja, wie sich feststellen lässt, ob zwischen 2 Variablen ein inhaltlicher Zusammenhang besteht. Aber dazu demnächst mehr. Und bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie bitte gesund.